Heftige Überschwemmungen im Süden Frankreichs. Ein starkes Unwetter war unter anderem am Donnerstagabend über die Region hinweggezogen. An einigen Orten regnete es mehr als 600 Liter pro Quadratmeter in weniger als zwei Tagen. Für sechs Departements erließ der Nationale Wetterdienst die höchste Warnstufe. Rund 1500 Feuerwehrleute waren nach Angaben des Innenministeriums im Einsatz. Die Behörden hatten davor gewarnt, sich zu Fuß oder mit dem Auto in die überfluteten Bereiche zu begeben. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor und das ganze Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Nur wenige Tage zuvor waren Ausläufer des Hurrikans Kirk über Westeuropa hinweggezogen.